Servus, Hendrik. Hi, Michi. Ja. Und servus mal wieder bei Hendriks Werkstatt. Coole Nummer. Und zwar, gestern ruft mich eine sehr, sehr gute Kundin von mir an. Sie ist auf der Autobahn gefahren. Auf einmal hat sie einen mega brutalen Schlag getan. Papeng! Das ist bei ihr schon mal passiert, weil eine Feder gebrochen ist. Lustigerweise hat bei der Feder natürlich nicht die Batterieleuchte aufgeleuchtet. Auf einmal hat nämlich die Batterieleuchte aufgeleuchtet. Ist ja normalerweise für jeden, der es so ein bisschen sich mit Autos auskennt, kleines Indiz, dass dann der Keilriemen flöten gegangen ist. Aber das macht keinen riesigen Peng. Dann hat sie sich gedacht, okay, fahren wir jetzt einfach mal weiter. Kann ja nichts sein. Ist ja nur die Batterieleuchte. Allerdings kam es halt dann noch dazu, dass die Motortemperatur irgendwie nach oben gegangen ist. Komisch, was könnte das wohl sein? Irgendwann ist sie so hochgegangen, hat sie sich gedacht, naja, scheiße, bevor ich jetzt den Motor schrotte, stelle ich den einmal mal ab. Motor ausgemacht, ADAC gerufen. So, ADAC kam, hat gemeint, ja, Keilriemen hat sich entfernt. Aber noch was viel schlimmer ist, es hat sich nicht nur der Keilriemen entfernt, es hat sich die Spannrolle oder der Spannarm entfernt. Ich zeige es euch mal. Schau, das hier ist in dem Fall dieser federbelastete Spanner. Der wird hier normalerweise durchgeschraubt an den Motorblock. Und hier ist deine Spannrolle, die ist federbelastet, die macht dann immer weh, weh, weh. Kommt darauf an, wie die Motorlast gerade ist. Jetzt siehst du, dass die hier, der Spalt größer ist, wird hier immer enger, immer enger, immer enger. Tja, da ist sie innen drin, hat sich dann irgendwo was aufgestellt und die hat auch gar keine Federspannkraft mehr. Wir können es jetzt hier mal kurz zeigen. Da geht nämlich gar nichts mehr. Ja, was ist passiert? Der Spannarm ist fest geworden, hat sich schief gestellt. Die Schraube, die hier durchgeht, die wie gesagt in den Motorblock. Bin wieder da. Da bin ich wieder, war kurz im Keller. Diese Schraube hier ist abgebrochen. Ich habe die jetzt schon ein bisschen angefasst, damit ich das. Kommen wir gleich dazu. Schau, die ist hier abgebrochen. Ja, das Ding hier lag im Unterfahrschutz. Und dieses Ding hier, das Restgewinde, steckte noch im Block. In der Hälfte von dem Stück vom Block. Denn den Block hat es gesprengt. An genau dieser Stelle. Das ist ein Graugussblock. Ja, das Problem ist, Hendrik war gestern etwas übereifrig und wollte eigentlich schon gleich damit anfangen. Habe ja auch andere Kunden noch. Deswegen habe ich leider das Bauteil jetzt nicht für euch zu zeigen, was da flöten gegangen ist. Es ist nämlich wirklich flöten gegangen. Es ist einfach weggebrochen. Ich musste dafür alles Mögliche ausbauen. Lichtmaschinenhalter, Lichtmaschine, Keilriemen. Kurbelwellenriemenscheibe habe ich auch mit ausgebaut, aus dem Grund, damit ich einfach zum Schweißen besser hinkomme. Und jetzt kommt das Schlimme, ich bin jetzt nicht der beste Schweißer. Und erst recht nicht von Graugussblöcken. Normalerweise Grauguss kannst du nur mit speziellen Elektroden schweißen. Ich nicht. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das überhaupt was gebracht hat. Gewinde ist schon wieder instand gesetzt. Ich habe auch noch ein Knetmetall. Da habe ich ein Knetmetall. Das werde ich jetzt dann noch außen rum wursten, damit das Ganze noch mehr Stabilität bekommt. Knetmetall ist einfach eigentlich die geilste Erfindung. Das Zeug wird bombenfest. Das ist so ein mehrfarbiges Zeug, das ist außen schwarz, innen schwarz, außen silber, das musst du dann verkneten, dann wird das steinhart, kannst du verschleifen, kannst du bohren, kannst du alles. Das werde ich jetzt nur zur Unterstützung dann noch mit reinbauen. Aber ich habe ja meinen Finger nicht schon umsonst vorbereitet. Komm mal mit, ich zeige dir mal, wie es jetzt ausschaut. Alter, Katastrophe, hat das Teil einfach weggeberstet. Ja, was ist das denn überhaupt für ein Auto? Das ist ein Opel Corsa 1,2 Liter Diesel. Ja, und der Wartungszustand ist etwas schwierig. Siehst du, wo mein Zeigefinger hinleuchtet? Da ist das Gewinde drin. Dieses ganze Stückchen hier ist weggebrochen. Siehst du hier meine Schweißnase? Ja. Weil sich Grauguss einfach nicht schön schweißen lässt. Ich habe jetzt das alles schon wieder plan geschliffen. Ich habe es hintenrum verschweißt wie ein Geisteskranker. Deswegen ist auch mein Gewinde etwas kürzer geworden. Aber ich habe jetzt noch 1 Zentimeter Gewindegang. Das sollte reichen. Denn wenn ich jetzt eine neue Spannrolle drin habe, ist ja die gesamte Kraft wieder außen auf dem Spannelement und nicht mehr innen. Ja, ich bin jetzt mal echt, ich bin echt schweinemäßig gespannt, ob das klappen wird. So, ich habe jetzt hier mein Knetmetall, seht ihr? Das ist außen silber, innen schwarz. Das eine ist der Härter, das andere ist einfach das Material. Das musst du jetzt nehmen, so ein Stück die runterschneiden und dann knetest es durch, bis es halt eine gleichmäßige homogene Farbe hat. Homogene Farbe, stimmt das? Ich denke schon. Eine gleichmäßige Farbe hat. Und das versuche ich jetzt dann hinten einfach nur als Abstützung und als Unterstützung zu meiner wunderbaren Schweißkunst reinzukleben. Lass es aushärten und dann schaue ich halt, wie lang die Schraube sein muss und dann werden wir das gleich sehen. Ich entferne jetzt kurz Käppchen, setze mir mein Sonic-Licht auf. Hashtag unbezahlte Werbung. Hashtag unbezahlte Werbung.
Und jetzt verschwinde ich mal kurz da oben rein, da unten rein. Boah, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es katastrophal geschweißt. Also wenn ich das jetzt sehen würde, nein, du schaust da nicht rein. So, ich habe jetzt da meine Knetwurst habe ich jetzt verbastelt. Es sieht auch ganz cool aus, weil es von hinten einfach jetzt nur eine Abstützung gibt. Im Endeffekt, wir müssen nur um dieses Gewinde rum halt schauen, dass da das Gewinde jetzt nicht ausbricht. Das ist auch eine Versuchsstudie jetzt gerade. So, ich habe jetzt von Schaeffler mein neues Spannelement bekommen. Allerdings dadurch, dass ich hier hinten auch das Gewinde ein bisschen zugeschweißt habe, werde ich die Schraube ein bisschen kürzen müssen. Ihr seht jetzt hier, Schraube geht jetzt so weit raus. Und die andere ist relativ bündig abgebrochen. Guckt gar nicht mehr raus. Braucht kein Mensch. Ich schaue jetzt mal, ob das Spannelement überhaupt reinpasst. Ah, genau. Ich habe schon die ganze Zeit meine Taschenlampe gesucht. Seit gestern. Nee. Ja klar, hier ist sie. Aber ist leer, war ja klar. So, Katastrophe. So, jetzt schauen wir mal. Du hast die Taschenlampe im Auto Motorraum vergessen. Ja. So, wir schauen jetzt einfach mal, ob die neue Spannrolle auch da reinpasst. Es sieht schon mal geil aus. Jetzt schauen wir, ob das Gewinde auch dahin gehört, wo es hingehört. Cool, also ich habe alles zumindest an die richtige Ort und Stelle geschweißt. Ich muss halt jetzt, wie gesagt, das Gewinde ein Stück schneiden. Ich nehme es nochmal raus und schneide einfach mal ein Stückchen ab von der Schraube. Wie gesagt, ich habe 1 Zentimeter Fleisch habe ich am Gewinde. Sollte eigentlich auch vollkommen reichen. We will see. Auf jeden Fall ist schon mal wichtig, dass das Gewinde und auch der kleine Schnuffi, ich zeige dir gleich den kleinen Schnuffi, den ich als kleinen Schnuffi bezeichne, dass die quasi, er hier, stopp, langsam. Entschuldigung, dieser kleine Schnuffi, der gibt dem Element quasi vor, wo es stehen soll von der Position. Der hier ist jetzt nur einfach, den ziehe ich dann später raus und fürr, habe ich dann die Spannung. Oder es macht fürr und mein Stück Eisen bricht wieder ab. Gut, jetzt schneiden wir mal den Schmarrn ab. Oh, das schneide ich jetzt dann mal irgendwo da so ab. Akkuflex. Ganz wichtig. Tut mir den Gefallen, das ist wirklich kein Scheiß. Wenn ihr flext, setzt ihr meine Schutzbrille auf. Ich war schon dreimal in der guten Augenklinik und habe mir ein Stück Metall rausziehen lassen. Und das ist so ungeil. Es ist noch ungeiler als der Moment, wenn es reinfliegt. Und das Flexen machen wir jetzt schön ins Slow-Mo. Oh ja. Yeah. Halt, ich ziehe mir Handschuhe an. So, ich habe sie jetzt abgeschnitten. Jetzt habe ich sie schon einmal testweise reingeschraubt auf die Länge, wie ich es reinschrauben kann, ab wo sie raussteht. Der Teil hier steckt jetzt alles im Gewinde. Ich habe jetzt quasi einfach so weit reingeschraubt, bis sie fest ist. Ja, und dann mal angemalt. Jetzt, wenn dieser ganze Teil hier verschwindet, bin ich happy. Schau dir das mal an. Siehst du hier irgendwo was Rotes? Nee. Alter, ich bin ein Gott in Schwarz. Der Flexergott. Ja. Yeah. Boah, zum Ansetzen ist es eine Katastrophe mit diesem Feingewinde. Ich krieg einen Föhn, echt. Ah, jetzt ist es. Jetzt hat er verloren. Ich hoffe jetzt, dass mein Plan wirklich aufgeht und dass, wenn ich jetzt das anziehe, dass es mir nicht gleich wieder das Stück wegknackt. Der Scheiß wäre einfach, weißt du, ich habe überhaupt gar keinen Bock für so eine kleine Lappaliennummer einen kompletten Rumpfmotor neu zu kaufen. Der Wagen ist es leider, das ist wirtschaftlich, also es ist unwirtschaftlich, es ist einfach ein Schmarrn. Wir drücken uns jetzt alle mal selber gegenseitig die Daumen. Ich bin der Scheißwahnsinn. Ich habe die jetzt echt ganz gut festgeknallt. Ich finde, also vom Gefühl her war das jetzt schon echt sauber fest. Die hat sich wunderbar gerade gerichtet und gerade gezogen. Wir sehen es leider erst, wenn der Wagen fertig ist. Das ist das riesengroße Ärgernis. Also ich würde sagen, ich baue jetzt alles wieder ein. Lichtmaschinenhalter, schließe die Lichtmaschine wieder an.
Hängt das Motorsteuergerät, das habe ich abgesteckt, wegen, wenn ich direkt am Motor arbeite, will ich einfach nicht, dass irgendwelche Hochspannungen direkt an den Motorblock kommen, oder ans Steuergerät kommen, das ist Riesenschmarrn. So, ich baue die Riemenscheiben alles wieder ein, Keilriemen drauf, den neuen, extra neuen gekauft, weil du weißt nicht, was der alte abbekommen hat. Und dann würde ich mal sagen, machen wir gleich einen Testlauf. So. Ich habe jetzt einen Lichtmaschinenhalter wieder drin. Spannrolle ist drin, Spannelement besser gesagt. Lichtmaschinenhalter und die Lichtmaschine ist auch wieder an Ort und Stelle und angeschlossen. Jetzt kommt noch der Keilriemen rein. Vorher immer mal checken, nicht, dass ihr euch dann wundert, warum ihr irgendwie eine Rolle übrig habt oder eine Rolle zu wenig ist. Ob die Länge auch gleich ist. Ja, ist gleich. Den hacken wir da jetzt rein. Also, der müsste so, so und so gehen. Bin mal gespannt. Hab's ja nicht gesehen, wie er vorher drin war. Aber es sieht... Okay, so rum gehört er schon mal nicht rein. Nee, so gehört er auch nicht rein. Oh, wie gehört denn der jetzt da rein? So. Wissen ist Wissen, wie es geht. So. Keilriemen ist jetzt drin. Spannarm geht in... spannt in diese Richtung. Also muss ich den in diese Richtung entspannen, um den Stift zu ziehen. Theoretisch. So, den Sperrstift habe ich jetzt auch raus. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt lassen wir ihn runter, klemmen die Batterie an, hängen das Motorsteuergerät wieder dran. Dann fahren wir nochmal hoch und lassen nochmal laufen. Bin nämlich gespannt, ob das wirklich funktioniert. Steckst nämlich leider nicht drin. So, die Batterie ist dran. Motorsteuergerät ist auch schon angeklemmt. Cool. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ich bin gespannt. Wir lassen ihn jetzt einmal mal laufen. Ich hoffe, er springt noch an. Läuft. Raucht wie Sau. Denn auch das Flexrohr ist in dem Fall noch im Eimer. Voll geil. Alles ist aus. Wir fahren jetzt mal hoch. Ich will mal wissen, wie es von unten ausschaut. So. Schaut gut aus. Kannst ja auch noch mal schnell reinschauen. Weil man sieht es tatsächlich. Tja. Denn man sieht es ja tatsächlich. Also, da sitzt jetzt das neue Spannelement. Und wenn ihr seht, also ich denke mal, das müsste mit der Kamera ganz gut einzufangen sein. Das ist, vielleicht hört man es auch. Siehst du es am Finger? Dass der Finger so vibriert. Das liegt daran, Diesel hat ganz einfach ganz andere Motorschwingungen. Und deswegen wackelt auch dein federbelastetes Spannelement. Das ging beim alten natürlich nicht. Denn da war es ja schon zerbrochen, also war es ja fest. Somit überträgt sich dann diese komplette Schwingung immer an die Schraube, hochfester Stahl meistens. Die Schraube überträgt es an den Guss und dann muss es ausreißen. Das ist ja ganz klar. Jetzt werden allerdings diese ganzen Schwingungen, die jetzt da entstehen, werden jetzt vom neuen Federelement wieder ausgemerzt und quasi aufgefangen. Somit überträgt sich auch die ganze Spannung und alles nicht mehr, oder das ganze Geschwinge nicht mehr auf den Block. Ja, somit denke ich mal, haben wir dieses Problem eliminiert. Ja, und da gibt es noch eine Moral von der Geschichte. Wechselst du deinen Spanner nicht, ja, dann reißt du ein Stück vom Motorblock aus. Keine Ahnung, es gibt bestimmt immer eine Moral von der Geschichte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich baue jetzt nur noch den Unterfahrschutz unten drunter. Da liegt er. Ich baue jetzt nur noch den Unterfahrschutz runter. Ja, ich hoffe, ich schalte beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr irgendwelche interessanten Themen für mich habt oder sowas, schreibt es unten in die Kommentarleiste, würde mich freuen. Ja, schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis bald. Ciao.